Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir gehen mal zum Rüstungshändler. Gucken, vielleicht können wir auch mal Quint gegen ihn spielen. Wenn du eine Waffe brauchst, schmiede ich dir gerne eine. Er ist doch Rüstungsschmied. Warum will er mir denn eine Waffe schmieden? Ja, wir verkaufen aber erstmal unsere Sachen. Und gucken, ob er vielleicht Karten hat, wenn er Karten spielt. Nein, hat er nicht. Aber endlich können wir verkaufen. 925. Vielleicht sollten wir erstmal die preiswerteren Sachen verkaufen. 677. 261. Oh, das reicht gar nicht mehr. 300. Moment, wir machen einfach mal Rüstung reparieren. Nicht Verbesserung entfernen, reparieren. Ja, wir reparieren einfach alles. Kostet zwar 500 und wir reparieren das aus Sachen, die wir eh nur verkaufen. Dann hat er wenigstens wieder ein bisschen Kohle. Passt schon. Naja, erstmal die Rüstung, glaube ich, weil die ist ja viel schwerer. 16 Kilo irgendwas. 14 Kilo irgendwas. Das hat sich gelohnt. Das hat sich erstmal gelohnt. Wieder über 60 Kilo freigemacht. Sehr schön. Und wir haben ja noch einen zweiten Händler dann hier in der Stadt. Also der wirkliche Waffenhändler, weil das ist ja eigentlich der Rüstungshändler. Aber erstmal spielen wir eine Runde Quint. Und die einfachen Gegner waren hier auf den Skelliger Inseln doch relativ stark, muss ich sagen. Ich glaube, gegen den einen musste ich sogar zweimal spielen. Skoyatel wollen wir nicht. Wir brauchen... Genau, Spielstart. Kaiserreich Nilfgaard. Bombard, Finte, Verbrennen, gutes Wetter, Horn. Okay, zwei Nahkämpfer, das heißt, unser Rittersport könnte sich schon mal lohnen. Was legen wir ab? Gutes Wetter, wenn ich mir überlege, wie selten ich gutes Wetter brauche und dass die Gegner so gut wie wirklich nie irgendwie das Wetter einsetzen in letzter Zeit, bin ich einfach mal so dreist und lege gutes Wetter ab. Wenn er mich lässt, jetzt. Okay, Cyrilla hat sich schon mal gelohnt. Und ich glaube, ich pack auch mal die Detmold weg. Dafür noch ein Nahkämpfer ist doch nicht schlecht, weil wir Nahkämpfer boosten können mit Rittersporn. So, wir haben leider keine. Ach doch, wir haben ja einen Spion. Bin ich blind? Dann spielen wir den erstmal aus. Dann müssen wir auch noch irgendeine starke Karte in den Friedhof legen, damit wir dann theoretischerweise hier mit der Frau Heilerin das zurückholen können. Okay, jetzt wird Finte dann eventuell für den Spion benutzt, sollte er den Spion jetzt ausspielen. Die stärkste Karte momentan, die wir auch zurückholen können, ist Vesemir. Also, ich möchte jetzt den Drachen nicht einsetzen, weil es ja verschwendet wäre, wenn er seine Fähigkeit nicht einsetzen kann. Okay, er möchte wahrscheinlich den Spion noch nicht einsetzen, das gefällt mir nicht so gut. Lass mich mal überlegen, der Spion hat eine Angriffskraft von 5, glaube ich. Oder waren es 4? Ist egal, wenn er eine Angriffskraft von 4 hat und ich die Runde jetzt abgebe und er würde dann den Spion ausspielen, hätte ich eine Angriffskraft von 10. Dann müsste er also trotzdem eine weitere Karte ausspielen. Und wenn er eine Angriffskraft von 5 hatte, wäre ich sogar stärker. Also ich werde einfach die Runde abgeben und gucken, was er macht. Und wenn er jetzt den Spion ausspielen will, muss er es machen. Aber dann bin ich momentan erstmal... Okay, er spielt den Spion nicht aus. Das heißt, er hat ihn noch und wenn er ihn jetzt ausspielt, kann ich ihn mit Finte wieder auf die Hand geben. Dann passt das doch. Ja, perfekt, Fürst Dennis, vielen Dank. Und dann nehmen wir den erstmal auf die Hand. Oder lass mich mal überlegen. Ich überlege, ja doch. Bevor er jetzt noch Verbrennen hat oder irgend so ein Dreck und dann meinen Spion umbringt und ich ihn dann erst wiederholen muss. Mein Gegner passt! Vielen Dank. Dann gewinne ich die Runde ja auf jeden Fall. Ach, wir haben noch einen Spion, den können wir auch noch ausspielen. Mann, ich bin gerade am Überlegen, will ich das überhaupt? Ich glaube, ich spiele ihn erst in der nächsten Runde aus, weil wenn ich ihn jetzt ausspiele, dann muss ich ja jetzt eine stärkere Karte rauslegen, um die Runde zu gewinnen, was ich ja nicht möchte. Jetzt kann ich nämlich einfach nur eine... Aber wobei, ich sehe gerade, wenn ich jetzt... Ich überlege, ob ich den Spion aufhebe, aber wenn ich ihn in der nächsten Runde gebe... Und der Gegner Nahkämpfer auspackt, dann hat er schon mal 4 Angriffe mehr und ich kann halt schneller den Drache einsetzen. Das macht vielleicht mehr Sinn. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall so eine starke Karte ausspielen.
Weil ich nur eine Karte ausspielen will, nicht mehrere. Hab sonst leider keine 6er Karte mehr. So, wir ziehen den Nebel. Ich bin am Zug. Jetzt spielen wir natürlich den Spion nochmal aus. Aber immer mehr Nahkämpfer, sehr geil. Können wir alle schön. Wahrscheinlich spielt jetzt auch ein Spion aus. Ja, dachte ich mir schon. Wir haben leider nicht die zweite Finte auf der Hand. Aber egal, jetzt können wir nämlich schön boosten. Das spiele ich auch direkt als erstes aus. Falls er verbrennen hat, kann er ruhig meinen Fürst umbringen. Den kann ich nämlich wiederholen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie der das gewinnen sollte. Ich habe so viele geile Karten jetzt. Wenn er jetzt verbrennen hat, fällt mir gerade auf, wird's eklig, weil er nämlich dann die ganzen 10er-Karten von mir kaputt macht. Oh krass, eine Einheit von 6 auf 12. Hat sich ja richtig gelohnt. Das soll man doch im Nahkämpfer ausspielen, damit ich meinen Drache einsetzen kann. Ich will den logischerweise erst einsetzen, wenn er hier mehr als, also wenn er hier mindestens 10 Angriff hat, sonst greift er seinen Effekt nicht. Ah, ich spiele mir das aus. Gegner hat halt noch relativ viele Karten, das macht mir ein ganz klein wenig Angst. Ah, sehr gut, jetzt brauchen wir noch einen Angriffspunkt. So, spielen wir mal Cirilla aus. Ach so, mir fällt gerade ein, wenn ich mein Verbrennen noch sinnvoll einsetzen möchte, dann sollte ich das vielleicht jetzt tun, wo seine 12er-Einheit die stärkste ist. Machen wir mal. Wäre es ganz nett, wenn er mehr als nur einen 5er hat, weil wenn ich jetzt meinen Drache ausspiele, wird er nur der eine 5er zerstört. Ich muss mal gucken, was ich mir jetzt wiederholen möchte. Okay, ich habe ja nur 2 Einheitenkarten drin, fuck. Das ist ja richtig dumm. Weil ich habe 2 Heiler. Na, dann spielen wir erstmal sie aus und die Yennefer. Und holen unseren Nahkämpfer wieder. Wesemir. Mordeisen. Hat immer noch nur einen 5er, verdammt. Naja, dann spielen wir jetzt halt doch die erstmal aus. Man möchte einfach nichts anderes mehr. Ah, jetzt haben wir 2 Sechser, das ist doch schon mal geil. Aber ich gebe ihm mal noch die Chance, vielleicht noch irgendwas ähnliches auszuspielen. Deswegen gehen wir erstmal auf unser Horn. Das legen wir hier hin. Na gut, wenn er halt nichts anderes hinlegt, dann nehmen wir die 2 Sechser weg. Also, wir haben natürlich schon lange gewonnen, aber wenn er halt nicht aufgibt, sicher, sicher. Krass, geboostet auf 4. Ah, das wird knapp. Und bam! Über 100 Angriffspunkte. Das ist nicht schlecht, aber haben wir, glaube ich, schon mal geschafft. Gebt mir eine geile Karte, bitte sehr. Schillert fit. Fitz Österlin, das ist aber Kaiserreich. Könnte sogar sein, dass ich den schon mal habe. Ja, genau, das ist dieser krasse Spion, der einfach mal 7 Angriff gibt. Aber Spion ist immer erstmal gut, deswegen packen wir ihn erstmal ins Deck rein. Und nehmen dafür raus. Kair Eb Schalach oder Fringilla Figo. Nehmen wir. Oder Asire Faranheit. Ne, Frauen sind hübsch, deswegen. Lass ich die Frauen mal drin und kick den hier. Das sah zwar auch cool aus, aber egal. Gut, jetzt gehen wir zum Schmied für Waffen. Schiffe oder schlechtes Wetter gibt. Verkaufen da hoffentlich auch noch das eine oder andere. Und können wahrscheinlich auch gegen ihn nochmal Quinn spielen, wäre zumindest sehr logisch. Ein Turm aus dem Nirgendwo. Verfolgen. Wie die anderen verschwinden? Ja. Bestimmt nicht. Der Turm ist verflucht. Er hat den Zorn der Götter überholt. So, ein Hexer. Hey, Hexer! Da, von dem bekomme ich jetzt also quasi den Auftrag. Na, schauen wir mal. Was gibt's denn? Ich habe eine Aufgabe für dich. Aber wir müssen nicht im Regen stehen. Wir können zu mir gehen und dort reden.
Es regnet überhaupt nicht. Worum geht's eigentlich? Siehst du die Anhöhe hinter dem Dorf? Jahrhundertelang war dort nichts. Bis wir eines Tages erwachten und bumm, stand da der Turm. Und plötzlich schlugen Blitze ein, als ob die Nagelfahr angesegelt käme. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Jemand muss was gegen den Sturm machen. Bei den Wellen können wir nicht zum Fischen oder Plündern raussegeln. Welcher Sturm? Ist das ein Bug, weil ich zuerst im Turm war und dann zu dem Typ gekommen bin? Also wo ist der Sturm? Habt ihr versucht, ins Innere des Turms zu gelangen? Ob wir es versucht haben? Noch an dem Morgen, als der Turm aufgetaucht ist. Wir sind alle losgezogen. Das ganze Dorf. Wir wollten den Besitzer begrüßen, sollte er friedliche Absichten haben. Oder vertreiben, hätte er Böses im Sinn gehabt. Wir haben geklopft und gepocht, aber niemand kam. Also haben wir die Tür geöffnet. Und unsere Knie sind weich geworden. Warum? Hinter der Tür war eine Fläche aus Wasser, aber aufrecht. Sowas hatte ich im Leben noch nicht gesehen. Der Druide hat gesagt, das wäre Magie. Er ist mit 5 tapferen Kerlen reinmarschiert. Seitdem kein Zeichen von ihnen. Hä, was denn für Wasser? Meint ihr jetzt das magische Portal? Da war doch gar keine Wand aus Wasser. Aber vielleicht reden die ja von dem magischen Portal und denken, dass es Wasser ist. Gut, ich werf mal einen Blick hinein. Wenn du drin bist, zieh dich bitte nach dem Druiden und den 5 Männern aus unserem Dorf um. Wäre schade, sie zu verlieren. Du hast mein Wort. Möge Hemdal dich führen. Also als ich das letzte Mal drin war in dem Turm, da war niemand zu sehen, außer halt das Monster. Und leider ist es noch zu stark, da kämen wir wahrscheinlich später nochmal hin zurück. Hörst du das? Das ist Freya. Sie knirscht mit den Zähnen. Das heißt, dass es Krieg gibt. Zeit, die Schwerter zu schärfen. Wer führt euch jetzt, da Bran tot ist? Wir brauchen keinen König, um es den Schwarzen zu geben. Kein Grund zu warten. Bei denen ist doch immer Krieg. Zeig mal, was du auf Lager hast. Ja, brauchen wir eine höhere Stufe, aber ich kaufe doch keine Schwerterbahn. Wenn, dann muss ich die finden. Das Spiel ist ja so schon zumindest, was die Hauptquests angeht, eigentlich so leicht. Also machen wir es uns nicht noch leichter. Verkaufen wir mal die Rüstung. Und das Schwert. Und das war's dann schon. Vielleicht können wir noch anderes Zeug an ihn verkaufen. Ne, zumindest nicht, was wir loswerden wollen. Na gut, aber jetzt haben wir nur noch 87 Kilo, also fast die Hälfte haben wir geschafft. Von unserer maximalen Traglast, damit bin ich eigentlich schon ziemlich zufrieden. Jetzt machen wir noch ein schnelles Gewinnspiel gegen ihn. Schöne Abwechslung, nachdem wir jetzt hier die ganze Zeit rumgeschwommen sind. Die Schmiedekunst muss sicher anstrengend sein. Hast du Lust auf etwas Entspannung? Eine Partie Gwent vielleicht? Kein Kaiserreich, bitte. Oh, ein Monster-Deck. Was hat er denn da als Fähigkeit? Zweimal Finte. Was haben wir denn da so? Aha. Todeskombo. Sehr schön. Den können wir uns also wieder zurück auf die Hand geben mit Finte. Und das gerade gegen Monster-Deck ist optimal, weil die rufen sich ja die ganze Zeit gegenseitig. Und die haben auch viele Nahkämpfer. Aber ich lege dann mal das ab. Verbrennen ist auch nicht schlecht. Und das... Ja, also ich sag mal so, das sieht eigentlich gar nicht, also sieht auf den ersten Blick wahrscheinlich ziemlich scheiße aus fürs ungeübte Auge, aber ist eigentlich ziemlich gutes Startdeck, muss ich sagen. Gerade mit der Combo hier. So, es ist unvermeidlich, Ehre den Zerstörer der Welten. Wirf 2 Karten ab und ziehe eine Karte an der Wahl aus dem Kartensatz. Okay, das ist krass eigentlich. Gut, da es ja keinen Grund gibt, nicht die erste Runde zu gewinnen, würde ich sagen, probieren wir das direkt mal. Braucht natürlich ein bisschen Glück, dass er jetzt wirklich auch die Nahkämpfer ausspielt. Was er natürlich erstmal nicht macht. Jetzt ist die Frage, will ich Verbrennen direkt in der ersten Runde einsetzen? Wahrscheinlich nicht. Ah, darauf habe ich gewartet. Vielen Dank. Und, ach man, einer ist Level 5. Einer hat 5er Stärke. Fuck. Aber ich könnte
meinen Plan umdrehen und erstmal nur klirrende Kälte einsetzen? Oder ich gebe mir einfach zurück auf die Hand und mach's nochmal. Ja, ich glaube, das mache ich. Ich kann nur hoffen, dass er jetzt nicht wieder so eine Karte ausspielt, die dann stärker ist. Oh nein! Ach so, gut, er kann aber den Effekt nicht nutzen. Aber jetzt stirbt natürlich die Sima-Karte, wenn ich die Finte einsetze. Mache ich das am besten. So. Nicht noch mehr rufen, die bitte stärker sind. Bitte nicht, bitte nicht. Okay, damit kann ich leben. Dann verbrennen. Damit verbrennt er. Ach nee, dann verbrennen ja meine. Eieiei, knapp. Knapp, knapp, knapp. Glück gehabt, ey. Na gut, dann muss ich es wohl doch so probieren. Also ich glaube halt schon, dass ich das lohnen könnte. Hoffe ich zumindest. Bitte jetzt keine stärkere Karte rufen. Nein, mach du nicht. Ich könnte auch... Ich überlege halt gerade, ob ich einfach klirrende Kälte einsetze. Aha. Das ist nicht so geil. Aber mit... Finte. Ja, ich glaube, ich kann es echt vergessen, den Kampf. Mein Gegner passt. Wenn ich Cirilla ausspiele, habe ich mehr als er. Kann ich mir das sogar sparen? Machen wir. Und ich denke, dann gewinne ich wohl auch noch die nächste Runde. Schöne Karte bitte. Okay. Nicht super schön, aber okay. Er hat nur noch 3 Karten, also ich glaube nicht, dass er jetzt gewinnt. Müsste schon was ziemlich Krasses haben. Ich habe noch meine Kombo mit meinem Drache, ich habe noch Verbrennen. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier mal gucken, wie stark. Wenn die alle Level 6 sind, wird's geil. Wenn die alle 6er Stärke haben, wird's geil, sage ich doch. Und mein Gegner passt schon, also wir haben gewonnen. War zwar ein riskantes Spiel, habe ich ja gesagt. So schlecht war eigentlich gar nicht meine Starthand. Gewonnen! Nice, ging ja schnell. Was gibst du uns? Netter Mann. Imlarit. Das müssten Skoyatel oder doch Kaiserreich? Imlarit. Also kein Skoyatel. Krasses Monster, okay. Ladnave tötet sie, bedeckt die Erde mit ihren Eingeweiden. Ist, glaube ich, auch das Monster, was wir schon mal besiegt haben von der wilden Jagd. So, und als Monster, was wir nicht mehr wollen, nehmen wir raus. Ghoul, die rufen sich gegenseitig. Nehmen wir die Golgo. Vor allem Golgo ist eigentlich ein relativ gutes Monster. Warum ist das nur Level... Also warum macht das nur zwei Schadenspunkte? Verstehe ich nicht. Das war's schon in der Stadt, oder? An dem Hafen? Das war's generell auf der Insel, fällt mir gerade so ein. Ja, also ab auf das Boot und die letzten Fragezeichen hier oben auskramen. Ah, Moment. Hier haben wir ja noch eine Taverne. Da muss ich noch hin. Sagen, dass Ragnar hochnaht. Aber woher wollen Sie wissen, dass vielleicht gibt es da noch ein Quest, oder zumindest... Kann man das sagen? Und was ist mit Torga geschehen? War er an der Eingang jetzt? Lügen! Seh dich vor, wer soll diesen Schwachsinn glauben? Hallo! Grüß dich, Fremder. Trink doch was mit uns. Wir bekommen bestimmt extrem selten Besuch. Was habt ihr denn nebenbei? Aber schön, dass sie so freundlich sind. Ah, Karten. Krabbspinne, Monster, Werwolf, Monster, Elfenscharmützler, Skoyatel. Viel Essen, wir könnten es uns kaufen, ne? Aber ich will halt lieber mit dem Essen haushalten, das ich finde. Das finde ich irgendwie cooler als
Ist aber richtig gutes Essen, wie man sieht. Das rohe Fleisch, was wir sonst finden, hat nur 50 Vitalitätsregeneration und dieses gegrillte Hühnchen hat direkt mal 80. Ja, wie gesagt, ich will das Zeug lieber finden und deswegen kaufe ich mir nicht. Und er kauft wohl gar nichts von uns. Nicht mal die Felle. Doch, die Felle kauft er wenigstens. Und die werden auch mit der Zeit recht schwer. Fast 5 Kilo an Eisbärfell. Ach so, der hat aber fast keine Kohle. Oh, Moment, da müssen wir die billigen Felle zuerst verkaufen. Okay, weißer Wolf ist auch schon relativ teuer. Oh, Pferdehaut ist ja auch schweineteuer. Was ist da denn los? Na gut, damit kann ich leben. Quinn spielen wir natürlich erst in der nächsten Aufnahme. In diesem Sinne liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Bis morgen. Tschö, tschö.